Hallo, in dem Video möchte ich etwas darauf eingehen, was man denn so mit Netzdaten alles machen kann, da wir immer wieder von Kunden und Interessenten darauf angesprochen werden. Starten wir also mal mit einem schnellen Blick in das Öffnen-Dialog. Da kann man nämlich direkt schon mal die Netzdateien öffnen, auch ohne Zusatzanwendung in der Standardversion, und damit bekommt man schon mal das Modell im Netzformat präsentiert. Mit der Lupenfunktion, ausgelöst mit der G-Taste, kann man sich einmal ein genaues Bild der feinmaschigen oder vielleicht grobmaschigen Vernetzung machen, um dann die nächsten Schritte in die Wege zu leiten. Die Symbolleiste lässt sich natürlich anpassen, aber man findet eigentlich schon alle wichtigen Befehle in der Netzmodellierung oder übers Menü einfügen. Nicht vergessen, das Fragezeichen bringt uns direkt zum Hilfe-Link dieser neuen Funktion Abschneiden. Die erlaubt es nämlich dem Anwender, das Netzmodell in 2D-Konturen zu facettieren und das eben in einer beliebigen Anzahl mit einem beliebigen Abstand. Was nicht fehlen darf, ist die altbekannte Vorschau, die sich natürlich auch bei einfachen Konturen sehr performant einblenden lässt und schon einen ersten Einblick in die bevorstehenden 2D-Konturen gewährt. Die weiteren Optionen kann man auch dazu verwenden, um die erkannten Konturen einem Kreis oder einem Rechteck anzugleichen. Damit kann man dann auch mit diesen Konturen etwaige Topologiestudien sehr einfach in Regelgeometrien konvertieren. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Wir sehen hier noch einige Verstärkungsrippen von dieser Dichtung und die sollen natürlich auch erkannt werden. Daher starten wir den Befehl nochmal in der senkrechten Richtung und versuchen die Ebenen genau entlang dieser Rippen zu legen, was uns nicht auf Anhieb gelingt. Hier kommt eine weitere bekannte Technik zum Einsatz, die aber auch auf dieses Abschneiden umgemünzt wurde. Und zwar kann man nach Bestätigung dieses Befehls die einzelnen Schnittebenen mit dem Instant 3D bewegen und an die richtige Position bringen. Es wird dadurch live die Schnittgeometrie angepasst. Zur besseren Übersicht kann man sich dieses Skizzen jetzt einfärben. Ich habe mir dazu auf meinem Rechner das Kreismenü mit der Skizzenfarbe ausgestattet. So kann ich in ganz wenigen Schritten die Skizzen markieren und mit einem Wisch mit der rechten Maustaste die Farbe abändern. Das wäre also die erste Variante, wie man von Netzdaten zu verwertbaren Konturen kommt. Es gibt aber noch eine zweite Technik, wo ich direkt die Flächen des Netzes zusammenfassen kann, um darauf die einzelnen Skizzen oder Ergänzungen durchzuführen. Das Ganze lässt sich mit dem Netzkörper-Segmentieren-Befehl durchführen, was ich im nächsten Schritt auch gerne herzeigen möchte. Man verwendet denselben Netzkörper, markiert ihn und geht dann auf importierten Netzkörper segmentieren. Dann sieht man schon alleine durch das Mouseover, dass sich diese einzelnen Segmente nun selektieren lassen, und über diverse Werkzeuge kann der Anwender dann entscheiden, ob er gerade Flächen, die Zylinderflächen oder die einzelnen Segmente direkt übernehmen möchte. Und die gelbe Vorschau in diesem Fall wieder gibt sehr schnell darüber Aufschluss, ob er die gesamte Kontur fortsetzen konnte, und man braucht dann nur noch die Vorschau mit dem OK-Haken bestätigen und den Befehl so oft wiederholen, bis man die gewünschte Anzahl an Skizzenflächen hat. Man braucht danach lediglich die Skizze starten und kann dann schon das Netzmodell um neue Körper ergänzen. Diese neuen Körper sind dann nicht als Netzkörper gespeichert, darum muss man die auch anschließend mit zwei Klicks umwandeln in Netzkörper. Die weitere Arbeit mit Netzkörpern ist dann eingeschränkt, aber doch möglich. Man kann zum Beispiel mit dem Kombinieren-Werkzeug arbeiten oder man nutzt eine der vielen anderen Möglichkeiten. Im Hilfemenü unter Teile und Features BEREP-Netzkörper findet man eine Liste aller Features, die BEREP-Bearbeitung unterstützen. Das war's auch schon wieder. Ich wünsche dementsprechend viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobieren der Features.